So äh, ja Leute, äh, ich muss mich wieder aufregen. Also erstens hier ähm, Powerwachs nicht nehmen. Also wenn die Power sagen, dann meinen die wirklich Power. Ergebnis sieht man ja hier. Ich habe das versucht in die Haare zu schmieren und habe dann stundenlang meine Hand nicht mehr vom Kopf abgekriegt. Ja, nee, es ist natürlich Quatsch. Zweitens der Pulli. Sowas war mal, sowas war mal in. Das sieht, aus wie, wie, das sieht aus wie hier Fernsehbildrauschen. Oder wie der Kampf der Roten mit den schwarzen Ameisen. So, drittens, das Supertalent. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Warum auch? Aber ich hab gehört, da ist jetzt ein Panflötenspieler im Finale. Ein Panflötenspieler? Ein Panflötenspieler. Erst ein Mundharmonikerspieler, dann ein Panflötenspieler. Was kommt denn als nächstes? Ein Triangelspieler oder was? Oder diese, diese ganzen Fußgängerzonen-Artisten. Wie wäre wie es, wär's, wenn die mal so eins von diesen lebenden Objekten da hinstellen? Diese Leute, die sich irgendwie verkleiden, in die Fußgängerzonen stellen und möglichst nicht bewegen. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was für Supertalent. Stellt sich einer hin, drei Minuten und bewegt, macht einfach nichts, bewegt sich einfach nicht. Das wäre auf jeden Fall keine verschwendete Sendung. Ein Panflötenspieler. El Condor Pasa oder was? Geht's noch? Dann die NPD. NPD ist scheiße. Nee, äh, der, ja, also natürlich, natürlich ist die NPD ist scheiße. Also ich bin gegen die NPD. Ich bin aber auch gegen ein NPD-Verbot. Wieso finden das auf einmal jetzt alle wieder eine gute Idee und wollen das jetzt im zweiten Anlauf durchsetzen? Man muss das mal überlegen. Also ein NPD-Verbot, wenn die NPD verboten ist, dann sind die Nazis doch nicht weg. Die sind dann doch immer noch da. Es ist ja nicht so, wenn man, wenn man wenn man die Nazis nicht sieht, heißt das ja nicht, dass sie weg sind. Wenn ich die Augen zumache, dann seid ihr ja immer noch da. Vielleicht könnt ihr mich da nicht mehr sehen, aber ihr seid immer noch da. NPD-Verbot, was, was würde das denn machen? Wenn, wenn man die NPD verbieten würde, dann würden sich die Stimmen von denen auf eine andere Partei verteilen und auf welche wohl? Na, auf, auf die CDU halt! Ist doch klar, dass die, dass, die, dass die Innenminister der CDU ein NPD-Verbot wollen, weil dann kriegen sie mehr Stimmen. Und die SPD äh, sagt auch NPD-Verbot, ja. Die, die kapieren nicht, was, die, die was dahinter steckt. Oder, oder, sie verstehen das schon, aber sie haben keine Eier mal zu sagen. Ja, natürlich, dann kriegt ihr die Stimmen. Ist natürlich ist super eine Partei. Eine Partei, die keine äh, Partei möchte, die weiter rechts ist als sie, kriegt die Stimmen vom rechten Rand, ist doch klar. Aber auch sonst ist ein NPD-Verbot, es ist... Die sind dann nicht weg, die sind dann woanders. Man muss gucken, dass man die Nazis wegkriegt. Die kriegt man auch nicht einfach so weg. Was soll man da machen? Das ist, das ist, scheiße ist das. So. Gestern war ich jetzt bei einem Auftritt... Oder vorgestern war ich bei einem Auftritt und äh, nach der, mit, mit anderen Künstlern und nach der Show ein Kollege von mir, dem wurde eine Frau vorgestellt, die hat gesagt, ja, dass sie sich jetzt selbstständig macht als spirituelle Lebensberaterin. Und er hat dann abschätzlich aha gesagt und ist gegangen. Und das ist eine richtige Reaktion weil was soll man mit diesen Esoterikern sonst machen das sind Leute die man wirklich nicht überzeugen kann das ist wirklich das allerschlimmste vom vom schlimmen das ist Esoteriker und verschwörungstheoretiker da kann man nichts machen da kann man keine überzeugungsarbeit leisten die kann man nicht überzeugen von ihren von ihren schlechten wegen dass sie doch dass sie doch mal aufwachen sollen und vielleicht mal wieder äh, normal werden sollen da ist hopfen und malz verloren das sind quasi die einzigen leute bei denen es vollkommen okay ist sie zu beschimpfen sie zu beleidigen gegen sie zu kämpfen die muss man nicht überzeugen da kann man nichts machen bei, bei Nazis ist vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Nazis kann man vielleicht mit 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 äh, Überzeugung, mit großer Liebe, mit mit äh, äh, ein wenig Verständnis, mit viel Geduld vielleicht dazu bringen, dass sie aufhören, ihrer Rassenideologie nachzuhängen. Es gibt ja auch diese Programme Exit und so irgendwas. So muss man. Dafür sorgen, dass weniger Nazis sind, mit Wahrheit, mit Erziehung, mit nicht, ne, nicht einfach mit einem Verbot. Man muss versuchen, diese, diese man kann sie ja nicht umbringen, die Nazis. Man muss versuchen, es irgendwie hinzukriegen, dass sie keine Nazis sind. Vielleicht, mit, mit viel Liebe, was weiß ich, mit ausländischen Nutten für Nazis. Da sagen die dann auch nicht nein. Und dann merken die vielleicht, dass äh, da was bei ihnen nicht stimmt. Ja. So irgendwie. Gute Nacht, also guten Tag.